Das haben wir ziemlich am Anfang schon gelernt, ne? So die Türen, dass man die zumacht. Ja, aber am Anfang war es mehr aus Angst, glaube ich. Fuck! Morgen, Jungs. Und Mädels. Heute spielen wir wieder SCP Container Breach, die normale Version. Mal wieder. Immer noch die 093. Ohne Mod. Nein. Was waren das da eigentlich für Mods, die wir jetzt noch vorgeschlagen bekommen haben? Eine Slender Mod. Taugt die was? Die hätte ich mir mal angeschaut, aber die My Little Pony Mod. Nicht so. Ja, aber ich habe jetzt die letzte Woche nicht so viel mitbekommen, weil ihr seht ja, es hat ein kleiner Tapetenwechsel stattgefunden. Sprich Umzug. Und deswegen sind wir auch nicht dazu gekommen, jetzt großartig Videos zu machen. Ich denke, das wird sich mal auf den nächsten ein, zwei Wochen wieder etwas normalisieren. Und vor geraumer Zeit hat es ja schon mal einen Zuschauer angefordert, dass wir mal unser Equipment alles zeigen und hätte ich gesagt, als 300 Abonnenten Special bringen wir dann so eine Roomtour. Ja, das ist eine gute Idee. Und zeigen dabei auch unser Equipment und wie wir Videos machen und schneiden und bearbeiten alles. Damit ihr das auch mal gesehen habt. Auf jeden. Der Hausmeister wieder. Der und Hausmeister. Ist nicht, kannst du durch. Das Gitter liegt da immer am Boden? Ja. Vielleicht war er mal kurz da drin und hat gedacht, ach naja. Warte ich halt doch lieber woanders. Ja, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Das kam überraschend. Ja, ich man hat ihn echt nicht gesehen, ne? Ja, ich habe auch jetzt echt nicht mit gerechnet, Mann. Naja, bin wir es nochmal. Ist da nichts dabei? Gelost nach wie vielen Minuten? 2. Was war eigentlich unser kürzestes Spiel? Video oder Spiel? Nein, Spiel, so. Puh, wir sind bestimmt schon mal da in dem ersten Raum gestorben, wo die zwei Profs oder was das sind. Ja, die Frage ist, haben wir mit Intro gespielt oder nicht? Ach so. Ich meine jetzt die reine Zeit. Nicht die effektive Spielzeit nach Intro oder so, sondern insgesamt. Vielleicht weiß es ja jemand. Dann könnt ihr dann das Video in den Kommentaren verlinken, dann schauen wir uns an. Die Stelle. Öfter mehr, mehrere in einem Kampf. Ja, mittlerweile so viele Videos, ich bin ja gar nicht mehr durch. Ja. Also ein paar Sachen kann ich mich zu erinnern, so ausschlaggebende Sachen wie SCP-096 von hinten. Oder wo das 173 gejumpt ist, auf dem Catwalk. Oh, das mit dem Nine-Tailed Fox. Wo kommt der jetzt her? Bam, bam, bam. Halt meistens die Sachen, wo wir dann auch ein gutes Intro haben. Sprich einen guten Jumpscare. Moment. Bei SCP eigentlich jetzt nicht mehr so in letzter Zeit, ne? Naja. Einer pro Spiel ist schon manchmal drin. Nee, hätte ich nicht gesagt. Ich hätte so gesagt. Oder so, pro Video. So 0,7 pro. Ja, bei dir vielleicht jetzt, weil du solche Kleinigkeiten schon erschreckst. Aber ich meine, so was Richtiges. Ich hab grad fett verzogen, ey, so Mausmark. Wo ist er? Uah! Oi, da jetzt, man sagt so 0,7 pro Session. 0,7, was wir gerade ausgerechnet, ne? Ne, das war jetzt gerade so ein bisschen Statistik und so. Schauen wir mal kurz, was da ist. Ah, da geh ich mal drauf. Ich glaube, der ist nicht drin. Kannst du durch. Ja, ich hab's auch gehört, aber. Ah ja. Das war. Red Room?
Bike mal offen lassen, dann weiß man, dass da ein Red Room ist. Das war das Undestroyable Reptile, oder wie heißt das? Hard to Destroy. Hard to Destroy. Also da kommen wir nicht rein, ne? Mit Level, ja, mit Level 1 sowieso nicht. Level 3 brauchst du zuerst für die Heavy Containment Zone und dann später in Level 5 für die Office Zone oder Entrance Zone. Ah, guck, da sind wir zum Glück nicht durch, weil das ist nämlich, glaube ich jetzt, genau der Weg. Oder geht's doch jetzt rechts rum, oder? Ja. Ja, dann ist es genau der Weg. Gut, dass ich nicht reingekommen bin. Aber jetzt ist er nicht mehr drin. Ja, toll. Aber man kann es umgehen, wenn man hier links und nochmal links geht. Merken. Links und nochmal links. Ah, jo. Geh auf. Tür des Grauens. Ich probier's mit links und nochmal links. Oder warte, wie geht's da jetzt? Da geht's auch rechts rum. Auch rechts, da müsste es auch links und nochmal links sein. Oh ja. Geh links. Ja, nochmal links. Ja, dann nicht nochmal. Jetzt kannst du geradeaus gehen. Ich schau mal, ob's jetzt wirklich. Ja, hundertprozentig. Oh, gerade war er da. Ja, der war gerade irgendwas, ne? Ein Schlawiner. Da waren wir auch schon. Der geht so. Oder war das in dem Spiel davor? Ach so, ja, das kann sein. Ja, ich glaube schon. Ich hoffe, die Map ist nicht die gleiche. Nee. Es ist zufallsgeneriert. Ja, das hatten wir schon mal. Dann haben wir exakt die gleiche Map mehrmals hintereinander. Oh ja, das ist gut. Ehrlich? Was? Doch, ich glaube, da war sogar was, ja. Aber es war früher irgendwann. Ja, vor kurzem. Version 06 oder so war das noch, oder? Ja. Und vielleicht sah auch einfach den Map sieht, wie es halt nachdem er gestorben ist. Kann auch sein. So, Level 2. Mit der kommen wir auch nicht weiter. Komm auch. Dann kommst du höchstens in meinen Fort hinein. Kannst dann versuchen. Ja, da kommt jetzt gleich der Tote. Kaputt und so. Ich dachte gerade, der Aufzug wurde betätigt. Ist ja für gruselig. Dann kommt jemand raus. Ja, das ist so ein MTF, ne? Ach komm, gehen wir mal rein. Ach da. Da ist uns nichts, ne? Ja. Was hat der Paper? Was heißt, hast du den Radio mitgenommen? Ja. Was ist ein Paper? Der Radio ist voll scheiße, finde ich. Findest du da mal chillige Musik an? Wo kamen wir jetzt her? Weiß jetzt auch nicht mehr, ne? Schau mal da. Passt ja nicht so auf, wenn du spielst. Ehrlich gesagt. Ja, da war. Oh, dann lass mal da mal auf. Aber ich glaube, hier kommen wir. Ich guck zwar, was du machst, aber nicht, wo du es machst, verstehst du? Ich glaube eh nicht, dass wir hier nochmal herkommen, weil hier ist eine Sackgasse. Immer schön die Türen zumachen. Das haben wir ziemlich am Anfang schon gelernt, ne? Die Türen, dass wir die zumachen. Ja, aber am Anfang war es mehr aus Angst, glaube ich. Fuck! Der stand da und ich habe gedacht, scheiße. Ich habe weggeguckt. Ja. Willst du es abschließen? Ja. Okay. Also wisst ihr Bescheid, bei 300 Abonnenten wartet ein Special auf euch. Teilt diesen Kommentar, sagt euren Freunden, sie sollen abonnieren. Dann geht es vielleicht ein wenig schneller. Noch ein paar Fake-Accounts anlegen. Es finden ja nicht mehr viel, finden nur 15 Stück oder so. Ja, ja. Aber ich denke so in 2 Wochen circa. Ist realistisch. Jo. Und die Woche gibt es dann nochmal das andere hier. Dungeons and Dragons, Dungeon Nightmares oder wie heißt ja, das? Ja, so heißt es, ja. Labyrinth und so, Mumien.
Oder Zombie-Viecher, Skelette, was der Geier. Komisches Spiel. Ja. Wisst ihr Bescheid. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.